Ich habe diese Explosivwurfsterne und muss so viel Schaden damit machen, wie ich nur kann, innerhalb von 60 Sekunden, Leute. Und ich bin sehr gespannt, ob ich hier über 1000 Voxel zerstören kann und über 1000 Legosteine kaputt machen kann und ob ich hier die Challenge gewinnen kann. Ich habe noch 50 Sekunden Zeit und muss natürlich versuchen, so viele Steine wie möglich kaputt zu machen. Unten links seht ihr übrigens die Zahl, wie viel ich jetzt schon kaputt gemacht habe. Und zwar einfach schon über 20.000 Legosteine hier. Alter, es läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hier vorne der Gabelstapel auch nochmal. Ich habe jetzt einfach schon 30.000 Legosteine kaputt gemacht. So, dann hier drüben auch nochmal ein bisschen ran. Jetzt habe ich schon einfach über 100.000 Steine kaputt gemacht. Und jetzt hier geht's weiter. Am besten hier vorne mal zu diesen Explosivtanks da vorne. Ja, hier drüben ist ja auch noch einer. So, die machen dann bestimmt nochmal so ein bisschen mehr Schaden. So, über 120.000 Voxel habe ich jetzt schon kaputt gemacht. Hier drüben an dieser Hütte auch nochmal. Sehr, sehr gut. Oh Gott, nur noch 15 Sekunden Zeit, Leute. Hier ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Tank. Zack, kaputt. Und das Boot, können wir das noch untergehen lassen? Mal ganz kurz gucken. 10 Sekunden noch. Oh, reicht es, um es untergehen zu lassen? Nein, 7 Sekunden. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und nein, es reicht nicht mehr ganz, Leute. 3 Sekunden und wow, in der letzten Sekunde noch. Oh mein Gott, es ist fast noch untergegangen. Puh, das war cool. Wir haben einfach über 100.000 Legosteine kaputt gemacht, Leute. Und jetzt lasst mal ein Like und noch ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Oder wenn auch nicht, dann würde ich mich auf jeden Fall trotzdem freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Wir haben eine Mission heute und zwar müssen wir unbedingt zu Cooper gehen. Der wollte uns nämlich irgendwas Wichtiges sagen. So, wir sind auch jetzt schon da. Cooper, altes Haus. Was geht ab? Alles gut bei dir? Kasper, da bist du ja endlich. Ich muss ja 1000 Jahre auf dich warten. Sag mal, was machst du denn? Na, ich habe hier doch gerade noch an einer Challenge teilgenommen. Da sollte ich so viele Legosteine kaputt machen, wie ich kann. Weißt du nicht, wie ernst die Lage ist, oder was? Wieso, wie ernst die Lage ist? Was meinst denn du? Hä? Ist doch ein sonniger Tag, alles entspannt. Mann, die Zombies sind los. Es ist eine riesige Zombie-Horde auf dem Weg hier. Über 100.000 Stück. Über 100.000 Zombies? Eine Zombie-Apokalypse? Okay, und was soll ich jetzt machen gegen die? Umso mehr Zombies du tötest, umso krassere Waffen bekommst du. Also sieh zu, dass du ein Zombie-Killer wirst. Und Leute, lasst ein Like und auch ein Abo auf dem Kanal da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Sonst werdet ihr heute Nacht auch zum Zombie. Oha, Leute, ihr habt Cooper gehört. Like das Video, abonniert den Kanal, wisst ihr ja. Und jetzt sollen angeblich hier die Zombies kommen? Oh, da bin ich ja mal ganz gespannt. Hm, ich wundere mich ein bisschen. Also Zombies sehe ich hier auf jeden Fall noch nicht. Nö, also Zombies sind hier. Jo, wo kommt der denn her? Alter, auf einmal ist da wirklich ein Zombie. Oh Gott, okay, okay. Cooper hat jetzt gesagt, ich kriege immer krassere Waffen. Wir starten also mit dem Hammer hier. Und damit wird jetzt erstmal hier das erste Zombie, Alter, komplett zerquetscht. Hier hinter der Fabrik. Jo, hier sind ja noch ganz, ganz viele. Na gut, dann hier direkt das nächste. Und ja, sehr, sehr gut. Und hier, was war denn das für ein Sound gerade? Oha, wir haben das nächste freigeschalten, Leute. Einfach einen Flammenwerfer. Und damit können wir jetzt auch, yo, die Zombies einfach komplett verbrennen. Das heißt, jedes Mal, wenn so ein Sound kommt, bekommen wir sozusagen eine neue Waffe freigeschalten. So, jetzt auch du hier, Kollege, weg mit dir. Sehr, sehr gut, Alter. Guck dich mal diese ganzen Zombies an. Hier vorne sind auch noch zwei hinter der Mauer. So, du wirst verbrannt und du auch. Alter, wie viele sind denn das, Leute? Und da kam der Sound schon wieder. Alter, das geht ja jetzt hier wirklich rucki zucki. Jetzt habe ich einfach eine Pistole bekommen. Yo, und Alter, okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Das geht ja schon übelst ab. Alter, und hier drüben, oh, ja, da kam der Sound direkt. Und jetzt habe ich einfach eine Shotgun. Zack, und auch hier drüben nochmal. Zack, und zack. So, sehr, sehr gut, Leute. Okay, wo sind hier noch mehr Zombies, ne? Ich höre hier was. Kommt her hier. Bam. Und hier drüben, da hinten sind noch mehr Leute. Die Zombies kommen hier einfach alle angelaufen. Alter, was wollen die denn? Okay, ich muss sagen, jetzt kriege ich gerade keine neue Waffe. Ich würde sagen, wir fahren erstmal nach Hause, weil ich habe ein bisschen Angst, dass mein Haus auch angegriffen wird. Cooper, ich hole die ganzen anderen Zombies später hier in der City, ja? Versprochen, ich fahre erstmal nach Hause. Oh, wow. Okay, ich bin zu Hause und auf den ersten Blick sehe ich hier noch keine Zombies, aber ich sehe hier einen Minecraft-Steve. Was geht denn bei dir ab, Alter? Hast du vielleicht eine Ahnung, was hier los ist? Ja, Kasper, Alter, ich bin jetzt endlich unter dir eingezogen. Ja, ich sehe schon, das freut mich auch zu hören. Sag mal, hast du es nicht mitbekommen? In der Stadt soll eine riesige Zombie-Apokalypse sein. Ich habe auch gerade schon ein paar geholt. Da war alles voll. Zombies? Oh mein Gott, die kenne ich aus Minecraft. Oh Gott, ja, okay, was kann ich dagegen machen? Ja, was soll ich sagen? Wir müssen die alle killen. Sowas kann ich nicht. Nein, das machen nur die Dorfbewohner, aber ich hoffe, meinem Capybara geht's gut. Kannst du retten? Dein Capybara? Okay. Ah, da vorne ist es. Ja, na klar, das kann ich retten. Kein Problem. Leute, guckt euch mal an. Der hat einfach ein echtes Capybara. Oh, das sieht ja ganz süß aus sogar. Hallo, Mr. Capybara. Hier geblieben. Na, du siehst ja ganz süß aus. Ich finde die ja richtig putzig, Leute. Wenn ihr die auch süß findet, dann lasst mal ein Like da. Oh Gott, was ist das? Oha, wie viele Zombies sind das? Na gut, kein Problem. Die werde ich ja wohl mal alle killen hier mit der Shotgun. So, und auch hier drüben. Oh mein Gott, Leute, wie viele Zombies sind das einfach? Wow. Da kam der Sound wieder. Okay, sehr, sehr krass. Jetzt haben wir direkt die nächste Waffe. Und das ist einfach ein Jagdgewehr und damit können wir sogar mehrere Zombies mit einem Schuss. Alter, wie viele sind denn? Das ist ja unglaublich. Guck mal, die wollen hier sogar den Turm hoch. Haut mal ab jetzt hier, ihr blöden Zombies. Zack, und nochmal hier nicht getroffen, verdammt. Und
Nochmal, sehr, sehr gut, Alter. Das werden ja wirklich immer mehr hier drüben auch. Bam, das war's mit dem. Sehr, sehr gut. Und hier, bam, no scope. Wir haben auch schon direkt was nächstes freigeschaltet. Und zwar einfach eine Feuershotgun, Leute. Und jetzt guckt euch mal an, wie krass die einfach aussieht. Damit kann ich hier einfach zack. Und hier drüben auch nochmal raufschießen. Alter, wie viele sind das? Oha, jetzt mache ich krassen Schaden gerade. Jetzt mache ich gerade richtig, richtig krassen Schaden. Alter! Und da kam auch direkt der Sound, Leute. Wie wichtig! Und jetzt habe ich Explosivbananen bekommen. Na gut, dann killen wir doch jetzt hier auch mal die ganzen Zombies mit den Explosivbananen. Alter! Oha, die werden ja in 1000 Teile aufgelöst, Junge. Das werden doch immer mehr hier, sag mal. Ey, nicht auf die Tower gehen hier. Geht weg von meinem Zuhause, ey. Warte mal, hier so, zack. Ich hoffe aber nicht, dass die bei meinem Elternhaus sind. Ich hoffe nicht, dass die meine Eltern besuchen. Weil meine Eltern sind schon alt. Was sollen die denn gegen Zombies machen, Leute? Die werden völlig aufgeschmissen. So, hier drüben auch nochmal eine Banane hin. Und wir müssen gleich hier bei Oma und Opa mal gucken. Ja, so. Und hier drüben auch nochmal. Und macht das Schaden? Ja. Da kam direkt der Sound. Und jetzt haben wir einfach eine Panzerfaust, Leute. Alter, wie krass ist das? Jetzt können wir mit der Panzerfaust auf die schießen. Sag mal, könnte das mal weniger werden? Wie viele Zombies sollen das noch sein, sag mal? Ich kill euch alle, ihr blöden Zombies. Hier drüben auch nochmal. Jawohl. Sehr, sehr gut. Alter, da soll mal einer sagen, wir haben es nicht drauf, Leute. So, yo. Okay, und direkt wieder der Sound. Was haben wir diesmal bekommen? Was ist das? Damit können wir einen Zombie nehmen und... Yo, damit können wir einen Zombie nehmen und einfach so festtackern sozusagen. Alter, jetzt hängen die in der Luft und... yo, hier sind ja meine Wurfsterne von vorhin. So, zack, zack, zack. Hier kurz die Wurfsterne rein. Und hier drüben auch nochmal. Treffe ich den nochmal bitte? Treffe ich den mal bitte? Ja, danke. Und werfen. Boah, Leute, was geht hier ab? Alter, die Zombies werden einfach komplett zerstört. Hier oben, du Kollege. Oh mein Gott, den haben wir komplett geköpft gerade. Hier, so nochmal ein paar Wurfsterne hier. Jawohl, das sieht gut aus. Und hier drüben auch nochmal den hier. Und... ihr haut ab, ihr kleinen blöden Zombies, sag mal. Jetzt haben wir einfach ein Laserschwert freigeschalten. Mal ganz kurz ausprobieren, ob das auch gut funktioniert. Und das sieht auch sehr, sehr gut aus, dass das funktionieren würde. So, jetzt haben wir hier drüben auch nochmal Zombies. Und, Alter, einfach mal alle geköpft, Leute. Wie krass sind wir unterwegs. Sind. Guck mal hier, wie viele hier am Boden einfach noch rumlaufen, obwohl die gar keine Beine mehr haben. Ne? Was wollt ihr, hä? Und ihr Stress, hier drüben auch noch einer. So, wo haben wir noch mehr Zombies? Ich sehe hier auf jeden Fall gerade keine... Oh, das Flugzeug! Yo, Alter, was macht das Flugzeug da? Das ist einfach gerade genau gegen meinen Turm geflogen. Fast meine Wohnung getroffen da oben. Alter, auf einmal kommt da ein Flugzeug angepäst. Und da drin in meinem Tower ist einfach auch nochmal Zombies. Oh mein Gott, seht ihr, was ich sehe? Leute, ganz, ganz viele Flugzeuge, die alle in meinen Turm reinfliegen wollen. Yo, was passiert, Alter? Was geht hier ab, Junge? Alter, das sieht so aus, als hätten die Zombies einfach den Flughafen übernommen, Leute. Deswegen sind hier ganz, ganz viele Flugzeuge gerade reingecrashed. Na, warte, ihr blöden Zombies. Ihr müsst aufhören. Wir müssen irgendwo ein Gegenmittel für die finden, Leute. Vielleicht sollen wir auch zu den Laboren fahren. Aber ich würde sagen, jetzt erstmal zu meinen Eltern, weil ich bin ganz sicher, die gehen jetzt gar nicht gut. Ich wollte gerade nochmal nach dem Capybara gucken, Leute. Es lebt noch alles gut. Es wurde noch nicht gefressen. Aber hier ist auch einfach ein Flugzeug komplett gegengecrashed, ne? Oh mein Gott, Leute. Ich bin gerade mit dem Helikopter hier runtergelassen worden. Und ich glaube nicht, bei meinen Eltern hier zu Hause ist einfach, sind einfach auch ganz, ganz viele Zombies, Leute. Guckt jetzt mal, wie viele es einfach sind. Alter, ich weiß gar nicht, was ich gegen die alle machen soll, Leute. Ich kann nur die Schotten rausholen. Und hier, bam, bam, bam. Ich kann die nur alle versuchen zu killen, so gut es geht. Der Helikopter da oben will auf jeden Fall warten auf mich, bevor er jetzt gleich weiterfliegt. Und ich jetzt hier die ganzen Zombies. So, hier einmal ganz kurz holen. Ich habe ja auch schon das Laserschwert freigeschalten. Das bedeutet, mit dem Laserschwert können wir natürlich auch schon krassen Schaden machen. Und deswegen werden wir jetzt hier mal ein bisschen mit. Mal gucken, ob da jetzt gleich ja, was Neues kommt. Und, yo, wir haben was Neues freigeschalten. Okay, was ist es diesmal? Eine Enderperle und ein Disruptor. Das habe ich schon mal gesehen. Oh, wow. Okay, das war krass. Warte nochmal, hier vorne. Guck mal, auf den Stier kann ich auch... Alter! Oh mein Gott, was geht? Nein, der Heli! Ich habe aus den Heli abgeschossen. Nein, das war mein Ausweg. Oh mein Gott, Alter, was geht denn jetzt ab, Leute? Diese ganzen Zombies, guck mal, wie viele das sind und... Oh, wie krank, was geht denn ab, Alter? Ich kann die einfach alle komplett in 1000 Teile zerstören lassen hier. Die werden einfach komplett zersäbelt, Junge. Und denen ist ja gar nichts mehr da. Hier drüben auch, zack, und da oben die Antenne. Oh mein Gott, Leute, guckt es an, Alter. Die ganzen Zombies werden einfach zerstört. Alter, ich muss sagen, das macht ja sogar mega viel Spaß. Ja, ein bisschen was kaputt zu machen. Alter, das macht sogar extrem viel Spaß. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie krank ist das denn bitte? Guck mal hier, ich kann hier mit. Wenn ich hier schieße. Oh mein Gott, geht einfach alles damit kaputt, Leute. Das macht ja mal über viel Spaß. Ich höre Zombies hier noch. Na, hier, wollt ihr Stress, ihr blöden Zombies? Ne? Wollt ihr Stress hier drüben auch nochmal? So, und die ganzen Zombies werden einfach mal alle
komplett zerstört. Na, hier drüben auch nochmal. Und jawohl, das sieht sehr, sehr gut aus. Das Haus liegt hier einfach in tausend Teile. Ich habe echt Angst, dass hier überall noch Zombies sind. Ihr Kollegen, werden alle kaputt gemacht hier. Ich habe mich jetzt hier gerade oben aufs Haus raufgerettet, Leute, weil jetzt hier einfach schon im Hintergarten auch ganz, ganz viele Zombies sind. Und die müssen wir natürlich auch einmal alle zerstören. Auch selbst hier drüben im... Ey, jetzt habe ich was Neues freigeschaltet. Was ist das denn? So ein Flammenwerfer? Alter, das sieht ja auch krass aus. Warte mal, wir testen mal aus hier. Guck mal hier, der Flammenwerfer. Und damit kann ich einfach hier so ein Zombie komplett anzünden. Aber das ist nicht irgendein Flammenwerfer. Das ist so ein Flammgatling, Alter. Oh mein Gott, Leute. Ich kann damit die ganzen Zombies einfach komplett einmal anzünden. Hier drüben auch nochmal. Hier haben wir was Neues frei. Das ist doch nicht etwa der Omni-Cutter, oder? Ich glaube, das ist der Omni-Cutter. Damit können wir nämlich einfach so hier die Zombies nehmen. Komplett zerstören. Aber das ist nicht alles. Wir können auch noch einfach den hier machen. So, und jetzt schneidet der Omni-Cutter hier einmal komplett durch den Boden durch mit so einem Laserstrahl. Na, ihr seht das gerade selber. Alter, aber das ist nicht alles. Wir können damit einfach, guck mal hier, zack, einfach so einmal komplett das Dach einmal abschneiden. So, und das war's mit ihm, Leute. Sehr, sehr gut. Und mal ganz kurz gucken, dass wir diese Zombies hier vorne auch zerstören. Und hier drüben auch nochmal. So, wir wollen natürlich nicht, dass meine Eltern gebissen werden davon. Weil sonst verwandeln die sich natürlich auch zu Zombies, ne? So, ich würde sagen, auf einen Knopfdruck kann ich hier das Feuer löschen. Zack, und Feuer ist gelöscht, Leute. Das Ding ist, aber meine Eltern sind gar nicht zu Hause. Das heißt, sie bekommen das gar nicht mit. Die sind nämlich noch auf irgendeiner Zugfahrt oder so. Ich glaube, die wollten nach Hamburg oder Köln oder so fahren. Keine Ahnung. Aber wir können mal ganz kurz zum Bahnhof und mal gucken, ob die da jetzt sind. Oha, Leute, da sind ganz, ganz viele Zombies hier einfach mitten auf den Gleisen. Guckt ihr das mal, und da kommt sogar der Zug. Wow, was passiert, Alter? Die Züge crashen hier einfach gerade zusammen anscheinend. Guck mal, und der überfährt hier die ganzen Zombies. Alter, das hat sogar einfach ein Zombie. Yo, mein Gott, den Zug zu meinen Gleisen gebracht. Leute, was passiert? Wie krass sieht das denn aus? Die ganzen Zombies hier, die werden einfach alle komplett vom Zug hops genommen. Und jetzt guckt euch das mal an, Alter. Wie krass sieht dieser Zug aus, Leute? Das ganze Leben fühlt sich gerade an, als wäre das Slow-Mo. Der Container geht genau neben mir runter. Der Zug ist in tausend Teile aufgeteilt. Und was passiert hier, Alter? Ich hoffe mal nicht, dass meine Eltern da den Zug drin waren. Ich wollte eben noch sagen, wie viele Zombies sind hier? Wie viele Zombies sind denn da auch bitte? Guck mal da vorne. Was ist das hier? Oh mein Gott, wir haben einen Meteor. Das bedeutet, ich kann eventuell mit dem Meteor, wenn ich ihn jetzt einmal hier auf den Gleisen, guck mal, wie viele hier Zombies vor uns sind. Wenn ich jetzt einmal hier einen Meteor lang schicke, mal ganz kurz gucken. Ja, naja, das hat auch nicht so ganz viel Schaden gemacht. Ich habe eine andere Idee. Ich habe nämlich einen Kollegen, der ist Pilot und ich könnte eventuell ein Flugzeug hier hinsetzen, was dann auf den Gleisen wegfliegt, damit es alle Zombies platt gemacht werden. Okay, Leute, das Flugzeug ist hier auf jeden Fall platziert. Ja, nicht mehr oder weniger, ne? Aber ich denke, eigentlich sollte das Flugzeug jetzt, wenn es losfliegt, einmal versuchen. Oh mein Gott, ja, es geht los. Es geht los. Das Flugzeug fliegt los, Leute. Ey, jetzt weg damit dem blöden Meteor. Mann, na toll. Das hat ja gar nicht funktioniert. Dann müssen wir das Ganze nochmal probieren, Leute, und mal gucken, ob es diesmal reicht. Und ja, die Zombies werden hier auf jeden Fall komplett platt gemacht. Sehr stark. Aber es ist leider nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Es sind trotzdem noch zu viele Zombies. Ich muss mir noch was anderes einfallen lassen. So, okay, warte mal. Ich habe hier auf jeden Fall so ein Teil. Damit kann ich hier, glaube ich, ein bisschen was einstellen. Und jetzt testen wir mal ganz kurz ab. Und kommen da Flugzeuge, Klaviere? Ja, oh mein Gott, da kommen tatsächlich Klaviere, Leute. Und die Klaviere fallen hier auf die Zombies drauf, Leute. Okay, das funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hier drüben auch nochmal. Und zack, ja, das war's mit denen hier. Da können wir doch einmal ganz kurz hier die ganzen Zombies einmal ganz kurz platt machen mit den ganzen Klavieren, Leute. Damit hier auch, ja, die Zugstrecke wieder aufgeräumt werden kann. So, hier drüben auch nochmal. Und damit haben wir hier auch den letzten Zombie. Boom, 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 boom. Und hier ist der letzte. Hier ist der letzte, Leute. Der letzte Zombie ist am Start. Und bam! Damit haben wir auf jeden Fall die Gleise mehr oder weniger befreit. Ich hoffe, dass das natürlich jetzt hier ein Aufräumtrupp kommt. Hier der Trödeltrupp oder so. Und das aufräumt hier, Leute, damit wir einfach... hier ist noch ein Zombie. Damit hier einfach hier normaler wieder Zugverkehr langfahren kann und meine Eltern wieder nach Hause fahren können. So, einmal ganz kurz hier drüben. Ich denke aber, wir haben die Zombie-Apokalypse auf jeden Fall fürs Erste aufgehalten. Ich werde ja ganz kurz bei der DB Bescheid geben. Naja, dass hier ein paar Züge entgleist sind. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, schaut... Oh Gott, aua! Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, Leute, dann lasst ein Like und auch ein Abo da, während ich hier gerade Notfall baue. Aber weiter geht's. Dann lasst ein Like und auch ein Abo da und tut mir den Gefallen, checkt unbedingt einen von den Videos aus, was ihr hier gerade irgendwo seht und guckt es bis zum Ende an. Ich muss mich ganz schnell beeilen, Leute. Wenn ihr wollt, dass ihr eine weitere Zombie-Apokalypse-Folge macht, dann schreibt mal Hashtag Zombie in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Dann wünsche ich euch bis dahin und ciao, ciao!